Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier aus Dänemark. Es regnet die ganze Nacht. Ich wollte euch ganz kurz nochmal die Küche zeigen. Habe ich gestern nicht geschafft. Ganz kurz Moment, ich hoffe, dass sie auf ist. Also ich habe gerade mich fertig gemacht, geduscht. Übrigens da oben sind Minischwalben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die sitzen da. Was ist denn das? Die sitzen in deinem Nest und warten auf die Futter. Adrian, wir haben uns gerade fertig gemacht. Hier ist die Küche, guckt mal. Ich gehe kurz mit euch rein. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Hier kann man draußen so sitzen und essen. Und ich muss nicht leise sein. Sondern hier ist der Küchenbereich. Guck mal, das ist richtig mega. Man kann hier drin essen. Alles ist total schön. Adrian kommt da, guckt. Hier ist es so ausgelegt, guck mal, hier kann man abwaschen. Da sind die ganzen Kochmöglichkeiten, Backöfen und so weiter. Guten Morgen, die Küche. Moinsen. Wollen wir hierher ein paar Eier braten zum Frühstück? Wir haben gar keine Eier. Ein bisschen Spiegelei. Willst du mir die Kamera noch ein bisschen dichter für die Nase halten? Näher ran. Ich habe mich hier so ein bisschen zurechtgemacht. Ich habe mich geschminkt mit der Handykamera. Ne? Also, wir wollen gleich eine Runde spazieren gehen. Ich habe mich angezogen, ich habe sogar eine Leggings angezogen. Zum Glück habe ich die mitgenommen. Was, hast du schon eine lange Hose mit? Joggi. Ah, Jogginghose, auch gut. Na gut, ich weiß nicht, wie ich geschminkt bin, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade durch Handykamera irgendwie mich zurechtgemacht. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall eine Runde gehen. Wollen wir dann zum Strand? Ja, ich kann ja. So kalt ist es eigentlich gar nicht. In den Laden gehen und ja. Uns was zum Frühstücken holen. Hat der Laden schon auf? Also, ich wollte noch mal kurz zeigen, guckt, wie das hier aussieht. So, na, jetzt ist wieder trocken. Ich bin startklar. Ich habe nochmal auf die Schnelle das Bett gemacht, damit, wenn wir gleich nach Hause kommen, also zum Auto kommen, frühstücken können. So ein bisschen nicht im Chaos, sondern ein bisschen geordneter soll es ja sein. Genau, wir schmeißen jetzt einmal Müll weg und gehen unsere 10.000 Schritte. Und gucken wir, ob wir noch irgendwo in einen Laden gehen. Regenschirme haben wir. Wir werden klatschnass sein, wenn wir zurückkommen. Ja. Es nieselt wieder. Vielleicht sollten wir das Spazierengehen ausfallen lassen oder eine kleinere Runde. Ich will schon gern zum Meer, ne? Was? Nein, ich weiß. Wir gehen spazieren, holen was zu essen. Oder hast auch du deinen Schirm mit? Habe ich. Holen das Auto, fahren zum Meer, machen die Klappe hinten auf, was wir eigentlich vorhatten. Gucken aufs Meer und nicht essen. Mit dem Wetter. Doch! Na gut, wir düsen jetzt mal weiter. Ich habe was vergessen. Leute, mit dem Wetter verstehe ich das nicht. Jetzt ist schon wieder trocken. Nicht mal eine Minute vorbei. Ich gehe jetzt einmal ganz schnell zum Müll, entsorgt das. Und also die Nacht war unruhig. Also ich, Adam hat gut geschlafen, ich nicht so. Ich bin gefühlt bei jedem Mal umdrehen aufgewacht. Und dann fing es an zu regnen, ganz toll. Und als es geregnet hat, war es natürlich laut, ne? Dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, aber hier sind einige sogar mit Zelt. Guck mal. Naja, also, man kann es überleben, ne? Ist trotzdem war was anderes. Und es ist nicht so kalt. Ich hatte das Gefühl, es wäre viel zu kalt, aber geht relativ mild noch. Ab 8 Uhr kann man hier raus, irgendwie. Aber wir gucken gleich mal. Wir gehen erstmal noch unsere Runde, hoffen, dass wir nicht allzu nass werden. Und ich denke, heute fahren wir nach Hause, schätze ich mal. Wir gucken, wie das Wetter sich so entwickelt. Weil so bei dem Wetter hast du nicht so viel Bock, ne? Ich weiß nicht, wir gucken mal. Die Straßen sind recht leer, weil die Geschäfte ja noch gar nicht aufhaben. Guck mal, da geht es zum Strand. Und wir gehen jetzt da mal kurz gucken, ob die Brötchen haben. Und ich würde ganz gerne, würde ich gerne für die Kinder so ein bisschen was mitbringen. Vielleicht irgendwie irgendwas Besonderes hier aus Dänemark. Vielleicht Naschi oder so. Schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall gehen wir da einmal zum Einkaufsladen. Ich glaube, der hat auf. Jetzt hier drin, ich würde ganz gerne, glaube ich, das Obst hier mitnehmen. Das sieht gut aus, alles frisch. Da will ich für die Kinder hier irgendwie was mitzunehmen. Guck mal, Brownies, Zitronen. Sieht alles so lecker aus. Ich weiß nicht, wo muss ich gucken, ob was. Irgendwas typisch Dänisches. Sehen auch so lecker aus, guck mal. Karottenkuchen gibt es hier sogar. Gut, das brauche ich den Kindern nicht mitzubringen. Vielleicht solche Zimtschnecken oder so.
bestimmte Schnecke. Mega aus. Das sind solche Törtchen, die kann man selbst befüllen. Die auch aus Schokolade, glaube ich. Und hier gibt es Eiswaffeln, sehen auch aus wie richtige Eiswaffeln aus dem Laden. Also ich habe jetzt das hier mitgenommen und gucke nochmal gleich, ob ich noch irgendwie Fruchtgummis oder so mitnehme oder Schokolade. Mal gucken. Hier ist ganz, ganz viel rote Kürze, verschiedene Sorten. Guck mal, sogar Pflaumen gibt es da. Cool. Jetzt hier meine Ausbeute. Ich habe jetzt das mitgenommen. Das alles. Knobelbutter. Vielleicht nehme ich noch eine zweite dazu. Und dann haben sich diese kleine Tütchen Himbeeren, Erdbeeren, Hummer. Karababer, Heidelbeeren, Mango. Das ist praktisch, wenn es ein bisschen kleiner ist. Ich nehme nochmal für die Kinder kurz eine Tüte Chips, irgendwas mit Sour Cream mit, würde ich sagen, weil die lieben das ja alle. Wir sind hier voll geparkt. Soll ich dir was abnehmen? Ja. Aber diese haben wir doch hier auch bei uns zu Hause, ne? Vielleicht gibt es irgendwie was, was wir nicht haben. Ich gucke vielleicht mal. Sehen ganz interessant aus mit Zwiebeln und irgendwie grüne Paprika, habe ich jetzt mitgenommen. Lass ich hier nochmal mit. Die sind auch ganz lecker. Nacho Cheese, schmeckt auch gut. Süßigkeitenabteilung, ich habe jetzt solche wenigen Mix mitgenommen. Die sind ganz lecker. Lakritz mögen die ja nicht bei uns. Ja, man kann sich überhaupt nicht entscheiden, ne? Weil alles so lecker ist. Hier, guck mal, mit Karamellstückchen sogar. So, wir sind von der Kasse jetzt weg, gucken wir euch diese leckeren Kuchen an. Das gibt's doch gar nicht. Die habt ihr schon letztes Mal gesehen, diese grünen Monster da. Mega. So, wir sind aus dem Laden raus, haben gerade um die 300 Kronen bezahlt, also circa 50 Euro. Ja, für so ein bisschen Chips, ein paar Süßigkeiten, aber gut, die sind sowieso hier so ein bisschen teurer, ne? Bisschen Chips, du gehst, die ganze Tüte ist voll. Das ist für die Kinder. Die ist trotzdem voll. Ich konnte mich nicht entscheiden. Aber dann kommen auch immer so solche Preise zustande, ja, ne? Ja, genau. Wir haben dann doch nachher noch einen größeren Joghurt mitgenommen und Tiefkühlfrüchte. Ja, kommt eins zum anderen, ne? So, jetzt geht's einmal zurück. Was man wirklich hier kurz vom Campingplatz gefunden hat. Wir haben hier ein Haus mit... Schon zigmal dran vorbeigegangen. Ja, mit und Honig. Nie gesehen, ne? So eine Klappe aufmachen. Man kann sogar mit Euro bezahlen. Und ich würde gerne diesen weißen Honig dann mitnehmen. Den haben wir doch zu Hause schon. Ja, aber ich würde es probieren. Wie ist das mit Ameisen. So einem, mit so einem flüssigen Honig hier. Wir gucken gleich mal, was wir mitnehmen. Ja, hier ist auch noch so eine Kiste. Das ist da nichts leer. Na gut. Diese beiden hier jetzt mit und mein Stück schmeißen wir mal kurz 12 Euro rein. Finde ich ja gut, dass man das auch in Euro bezahlen kann. Das ist richtig cool. Yeah, jetzt haben wir Honig. Dänischen Honig vor allem. Dänischen so. Bienen. Oh, endlich die Klappe zu. Weißt du, wie schwer die ist? Glaube ich. So. Auto und fahren zum Frühstück an den Strand. Gerade eben ist es jetzt trocken. Mal gucken, ob es bleibt oder nicht. Puh, so. Und da ist auch schon das Meer. Und keiner ist hier. Und keiner ist da. Sie wollen das Meer nur bei schönem Wetter, nicht ja. So. Hier ist wirklich keiner. Doch, doch einer. Ah, die mit dem Blümchenauto, die fuhr aus dem von. Guck mal, die war doch auf dem Campingplatz. No, da sind noch mehr. Der Hippie war das da. Ja, genau. Die hat das cool eingerichtet, so richtig so Boho mit Traumfänger und sowas. Du kannst ja gleich mal hingehen und mal fragen, ob du das mal angucken kannst. Das ist so fun. Nein, ich muss das nicht. Also guck mal, wie schön das aussieht. Auch bei dem Wetter ist es schön. Schläft immer ja. Tada! Tischlein deck dich. Leute, wir sitzen hier in der Klappe gleich und wollen frühstücken. Hier ist noch der Rest vom Frühstück, dass ich gerade hier nach vorne gekommen bin. Ja, ja stimmt. Wir haben mein Becher ist irgendwo bei mir im Fußraum. Wieso tut man einen Becher in den Fußraum? Ich habe es nur abgestellt. Wo so denn? Nicht irgendwo da? Oder ich weiß nicht mehr, wo ich das Ding... Oder gib mir einfach mal die Flasche. Ich zeig gestern mal kurz hier den Fußraum. Gib mir kurz mal die Flasche einfach. Also hier soll irgendwie... Einfach die Flasche. So, guckt euch mal diese wunderschöne Aussicht an. Wir wollen frühstücken. Am Meer. Und im Moment ist es alles trocken. Wir haben einfach den Tisch rausgestellt. Na? Den Becher hast du unter deinen Schuhen. Und ich habe die nicht drauf gelegt. Nicht mehr drauf nee, dann gib mir einfach mal meine Flasche. Ich weiß ja nicht, dass du die getreten sein könntest. Also, wir haben hier den Honig. Danke. So. Es gibt Frühstück. Wir haben sogar Joghurt mitgenommen. Wir haben diesen Joghurt mitgenommen. Wo ist denn der zweite hiervon? Fruchtjoghurt. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Auf jeden Fall.
Es ist so schön. Es ist auch gar nicht kalt. Wir haben 16, 17 Grad ungefähr. Und im Auto ist es sowieso warm, wenn ich hier sitze. Genau. Hier einfach im Kofferraum. Ist so cool, ne? Das Brötchen dran. Ich habe jetzt Honig drauf und riecht wirklich sehr, sehr gut. Hier haben wir noch mal ein bisschen Saft. Mein Stück hat sich den Joghurt angerührt. Also, guten Appetit. Haben. Leute, guck mal. Die kommen, wollen uns. Ja, die Möwen. Und gerade war auch ein Rabe. Die kamen so richtig angeschlichen und guckten so zu uns rüber auf den Tisch. Ne? Wenn du denen was zu essen gibst. Ja, dann kommen die nicht mehr weg. Dann hast du hier gleich eine ganze Horde von denen. Ja, ja. Guck mal, zack, so ganz unauffällig. Ich bin dann weg. Wie so ein Leo, der unter dem Tisch wartet, dass er was zu essen kriegt. Genau. Wartet jetzt hier die Möwe, dass sie was kriegt. Ne? Leute, guck mal, es wird jetzt heller. Und mein Schnucki liest in seinem Video ein paar Kommentare. Ach so. Könnt ihr mal bei ihm reingucken. Ich habe ganz vergessen zu sagen, herzlich willkommen hier auf der Kommentar-Couch. So. Lieben, die Sonne kommt raus. Guckt mal, das ist cool. Das wird heller. Vielleicht haben wir Glück noch heute. Krass. Und hier kommen jetzt so ein paar Autos mehr. Guck mal, da ist die Sonne. Wisst ihr was, es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 10:30. Wir haben gerade hier die ganze Zeit noch gelegen, so ein bisschen auf den Strand geguckt und der Strand füllt sich, also das, ich zeige euch mal ganz kurz, guck mal, da sind schon einige hier rangekommen mit den Autos, mit den Kindern und Hunden und so weiter. Genau, wir haben zwischendurch mit Max nochmal geschnackt, mit meiner Schwester, mein Schwager hat heute Geburtstag, genau, den haben wir gratuliert nochmal und ja, wir haben tatsächlich überlegt, nach Hause zu fahren heute. Heute Nachmittag eher. Also wir wollen gleich wieder zurück, ne? Oder? Wie machen wir das? Noch besser kann man gar nicht zeigen, wie toll das hier ist. Ja. Das ist hier so schön, dass wir direkt nach Hause wollen. Nee, war Adans Idee eigentlich. Aber das Wetter ist halt, also spielt nicht so ganz mit, ne? Also, Und die Idee, dass im Kofferraum schlafen, es muss noch überarbeitet werden. Hier ist irgendwie der Wurm drin. Nein, das war ja einfach so zum Ausprobieren jetzt, ne? Wie das so alles klappt oder nicht klappt, was einem fehlt und was zu viel ist oder zu wenig. Und ja, das Wetter ist halt, also wenn die Sonne scheinen würde jetzt, würde ich sagen, nee, wir bleiben noch eine Nacht hier. Aber das Wetter ist halt nicht so geil. Marie, und dann, ja. Nachts scheint doch die Sonne sowieso nicht, dann kannst du doch auch eine Nein, Nacht aber hier das bleiben. Wird noch regnen wieder, die haben wieder Regen vorher gesagt. Also, ja. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen durch die Geschäfte, vielleicht mal gehen da in der Innenstadt. Ich denke mal, die haben jetzt mittlerweile schon auf. Nur ein bisschen gucken, was die da so haben und dann zum Campingplatz abmelden und dann fahren wir nach Hause, denke ich immer, ne? So machen wir das. Genau. Also, es ist aber trotzdem schön hier. Wie gesagt, die Sonne fehlt so ein bisschen. Und ja, jetzt packen wir so ein bisschen was zusammen. Meine Mama hat hier nochmal geschnackt, muss ich nochmal kurz anhören, was sie gesagt hat. Na gut, also bis später. Hier ist eine kleine Aufbruchsstimmung mittlerweile. Adam bringt gerade Müll weg und ich räume mich so ein bisschen auf, sobald es überhaupt möglich ist irgendwie. Ich habe euch vergessen, was zu zeigen. Meine Mutter hat mir was geschenkt, als ich bei ihr war letzte Woche. Wartet mal. Wo kann ich euch denn abstellen? Vielleicht hier kurz? So? Nein. Wartet mal. Nee, so auch nicht. Also meine Mutter hat mir... Wartet mal. Sie hat mir ein Parfüm geschenkt, guck mal, so eins. Das ist von Rossmann, das riecht so gut. Das hat sie nämlich von ihrer Arbeitskollegin als Tipp bekommen. Es gibt irgendwie ein teures Parfüm, so eins, also beziehungsweise riecht genauso, sagt sie. Nur, dass das halt für 6 Euro von Rossmann ist. Oh, das riecht so gut. Habe ich ganz vergessen, das hatte ich im Auto liegen lassen. Nehme ich jetzt mit nach Hause natürlich, ne? Aber das riecht wirklich sehr, sehr gut. Und ich kannte das nicht. Und ich habe aber schon zwischendurch mal doch bei Insta jemanden gesehen. Das sind so junge Mädels oder Frauen, die zum Beispiel irgendwie ein teures Parfüm haben. Und dann gehen sie zu DM und sagen, hier, und das ist hier quasi fast wie das Original. Es riecht genauso. Und ich weiß nicht, welche. Aber das riecht so gut, Leute. Das ist richtig mega. Habe ich noch nicht gesehen, Herr Rossmann. Na gut, ich mache jetzt hier so ein bisschen klar Schiff. Und dann fahren wir entweder Richtung Stadt
oder Campingplatz, dann gehen wir dann zu Fuß oder vielleicht eher, ja, fahren eh in der Stadt vorbei. Ich wollte einfach mal durch die Geschäfte mal kurz gucken gehen. Max hat mir schon gesagt, wir kommen wahrscheinlich heute zurück. Er sagte, ja, ist doch alles gut. Und er schläft noch, die waren gestern scheinbar relativ spät im Bett. Und ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt gesehen, wie das so ist. Also wir haben jetzt gesehen, was fehlt uns, was könnte man hier besser machen. Dann ist man natürlich fürs nächste Mal so ein bisschen besser vorbereitet, weil so weiß es natürlich nicht. Und cool wäre natürlich, wenn man so eine Art Hochbett hier hat nachher oder so ein irgendwas zum Aufklappen, wo du halt höher schläfst und unten drunter die ganzen Sachen hast, weil so muss man immer wieder da untertauchen unter die ganzen, ja, Kopfbereiche, um an irgendwas ranzukommen. So, also ich gehe jetzt nochmal ganz schnell auch nach draußen und versuche von außen halt so ein bisschen hier aufzuräumen. Ich versuche jetzt einmal den Drachen steigen zu lassen. Es ist sehr, sehr windig hier, ne? Aber funktioniert. Das Auto ist jetzt einigermaßen aufgeräumt. Mein Schnucki versucht immer noch seinen Drachen steigen zu lassen, aber stürzt natürlich immer wieder ab. Es ist recht stürmisch hier und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, immer stürmischer. Ja. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz gleich Starthilfe geben, dass er dann den hoch steigen lassen kann. Ja, so sieht unser Bett wieder aus. Man kann sich wieder rauflegen. Also alles wieder ordentlich verstaut, nicht mehr so ein Chaos. Ich würde sagen, ich gehe mal zu meinem Schnucki und helfe ihm ein bisschen. Und wieder regnet das. Das ist Wahnsinn. Ich habe gerade meine Füße sauber gemacht im Wasser. Ich habe nochmal jetzt geschlossene Schuhe angezogen, weil jetzt regnet es. Ist voll krass. Aber Max hatte mir gerade eben ein Foto geschickt. Bei denen ist auch alles bewölkt. Also bei meiner Mutter sogar regnet es, hat sie gesagt. Ja, na gut, ihr hübsch nichts. Mein Schnucki hat sich da so da hinten beim Schild versteckt. Ach ja, der Drachen steckt jetzt auch da links drin im Sand. Ja. Also bei dem Wetter machst du halt nicht so viel Bock, gerade so, wenn es regnet. Ne? Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal Richtung Stadt. In einem Dekoladen. Die haben hier unheimlich viele Sachen. Ganz anders bei uns in Deutschland. Das ist ein Käseset oder sowas. Ne? Hostess Knife. Aha. Das ist 100 Kronen. Sieht ganz niedlich aus, wenn man so Käseplatte vielleicht macht oder so. Mhm. Dann haben sie was Maritimes. Häuschen. Ja, ganz, ganz viel. Körbe. Die sehen auch ganz süß aus. Was kosten die denn? 300 Kronen. Hm? Oh ja, Pizzateller. Ich kann mich irgendwie in. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Da wollte Max einen Pizzateller von uns haben. Stimmt, hatten wir nicht mehr. Also dieser Größe, aber den hatten wir nicht mehr. Nee, weil er es in die Schule mitgenommen hat und vergessen hat. Im Ernst jetzt? Ja, weil wir nur 200 Kuchen. Krona. Achso, ja. Aber hübsch ist er nicht. Nee. Hübsch ist er nicht. Das ist nicht so. Das ist eine Drehplatte hier. Ich habe gesehen, die haben hier ganz vieles aus Muscheln. Treibholz. Das ist auch ganz hübsch, der Fisch. Auch ganz viele Häuschen in verschiedenen Farben. Ja, ganz viel Schnickschnack auf jeden Fall. Noch mehr maritime Sachen, guckt mal. 100 Kronen. Und Muscheln gibt es hier. Ganz viele für 10 Kronen. Nächsten Laden kommt, der gefällt mir schon besser. Guck mal, was sie hier haben. Das sieht cool aus. 145 Gramm. Ist auch so ganz, ganz viel Kleinkram, auch Muscheln, Kerzen, Trockenpflanzen, Häuschen. Erst ein bisschen mehr Richtung Weihnachten, mehr oder weniger. Und hier diese ganzen großen, guck mal, sehen echt krass aus. Das sieht auch hübsch aus, das Segelschiffchen aus Treibholz. So, und hier ist ganz, ganz viel Spielzeug, Strandzeug, Drachen und so weiter. Wir sind aus einem Deko wieder raus, Dekoladen. Hier und scheint das aber nicht aber hier ist ne? Es zu, ja. Ja, aber wisst ihr was, man ist irgendwie mittlerweile überladen von dem ganzen Deko, ne? Wir haben es auch nur geguckt, das war's auch schon, hier ist nichts mehr, Schnucki. Wir können wieder umdrehen. Samstag geschlossen hier. Ah, heute ist Samstag, okay. Ja, was haben die? Haben irgendwie gefühlt immer das Gleiche, alle.
bisschen Schmuck. Hier Bernsteinketten. Genau. Oder was man für Mobile. Bernstein hält. Ja, genau. Ich habe mir mal so eine Kette in die Hand genommen. Die und? Ist wirklich wie Plastik, ne? Leicht. Also entweder ist das Plastik und die verkaufen das als Bernstein. Bestimmt. Oder das ist Bernstein und es soll ja schwimmen angeblich, ne? Ja, das stimmt. Da drüben müssen wir nochmal hin. Was ist denn da? Was ist das? Für die Gliese. Ja. Ein Strickladen. Also noch will ich nicht anfangen zu stricken. Warum denn nicht? Deswegen dafür sind wir ist gar nicht erst nie rein. Zu alt. Genau. Also ich kann stricken. Ich auch. Beziehungsweise ich habe das früher mal gelernt. Ich auch. Beim Hauswirtschaftsunterricht. Siehst du, ich von meiner, auch immer von meiner ich Oma. Genau. Ich glaube, ich bin früher in Hauswirtschaftsunterricht gegangen, weil das die einfachste Sparte war. Achso. Und da habe ich gedacht, okay, mit den Mädchen ein bisschen kochen und stricken. Das ist cool, ne? Na gut, wir gehen jetzt Richtung Auto. Aber mein Topflappen ist dann noch nie ein Topflappen geworden. Campingplatz, wollen jetzt eine Kleinigkeit essen. Ich sehe gerade, die haben sogar Pizza. Ich glaube, ich nehme mir eine Pizza oder so. Am besten. Welche Pizza nehmen wir dann? Sieht auch ganz lecker aus. Vielleicht einfach eine Margherita oder mit Spinat. Ich guck gleich mal, was ich nehme. Sieht aber auch ganz lecker aus, alles. Regnet das. Jetzt habe ich mir eine Pizza bestellt, mein Schnuckel sucht ein Würstchen. Er sagt, er hat so viel abgenommen in diesen zwei Tagen. Ich habe nicht gesagt, ich habe viel abgenommen. Er kriegt ich habe gesagt, nichts zu essen. Wir wollen mal das Erreichte nicht wieder kaputt machen. Nee, genau. Und hier irgendwelche Hotdogs essen und Hamburger und so ein Zeugs. Also für Schnucki gibt es gleich. Und ich habe noch was gesagt. Ja. Wir haben noch was im Auto. Ja, stimmt. Wir haben noch einen ganzen Pott, habe ich angerührt, mit dem Joghurt, mit den ganzen Beeren und Nüssen und so. Und wir sind im Grunde bald zu Hause. Also es dauert nicht mehr lange. Die Pizza werde ich eh wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, also pro Person zahlt man hier pro Nacht 20 Euro. Das heißt, wenn wir jetzt noch eine Nacht geblieben wären, hätten wir jetzt morgen 80 Euro bezahlt. Da muss man echt gutes Wetter haben, um das alles gutes Wetter, wieder rauszukriegen. Im Moment ist es... Ich meine, Schnucki, zum Beispiel unseren Strandaufenthalt bezahlst ja, du ja, stimmt, ja. Nicht, das ist ja nicht inbegriffen. Du kannst auch irgendwo im Wald pennen. Ja. Und im Grunde bezahlst du 20 Euro dafür, dass du duschen kannst. Ja, genau. Strom hast. Toilette hast. Toilette? Ja. Das braucht man alles gar nicht. Nee. Das kannst du alles im Wald machen. Ja, na gut, wir warten nochmal kurz auf unser Essen und dann geht's auch schon weiter. So, unser Essen ist fertig. Auch wirklich, ich sehe so verfressen aus. Hier, guck mal. Hau rein. Also, hier meine ist noch Pizza. Ist das der Quittung? Ja. Schnucki, ist das dein Essen? Ja, das esse ich jetzt. Na gut. Ich würde auch noch einen Salat dazu essen. Den haben wir auch noch im Auto. Ja, stimmt. Also, guten Appetit. Hier ist die Hälfte der Pizza jetzt. Die bekommt erst dann. Ich habe die einfach nicht geschafft. Mein Schnucki hat von einem Stückchen nur Käse gegessen mit Soße. Das ist doch kein Mehl. Und wir fahren jetzt nach Hause. Und es nieselt. Freust du dich? Ich freue mich aufs Zuhause auch, ja. Also, wenn das Wetter hier schön wäre, würde ich hier noch in der Nacht bleiben. Da, aber guck mal, das ist alles sehr, sehr ungemütlich. Ui. Was war das? Achso, das ist da, wo das Reserverad eigentlich liegt. Ah, das ja, okay. Da haben wir zwei Flaschen verbraucht, glaube ich. Ja, okay, stimmt. Also, bye bye, war ja Strand. Auf dem Weg nach Hause haben wir noch mal ganz kurz hier angehalten. Hier ist ein Aldi. Ich habe gesagt, so, dann lassen wir mal zu Aldi mal kurz einfach gucken, weil die meistens andere Sachen haben als wir. Und Netto ist nebenan. Ich kann mal ganz kurz mal reinschauen, was die so Schönes haben. Glaub, da drüben ist was anderes. Der macht, glaube ich, gleich zu hier. Echt jetzt? Ja, keine Autos. Parkplatz nee, jeden Tag 8 bis 20 Uhr. Alle Tage 8 bis 20 Uhr. Heute Aldi läuft nicht mehr. Hier sind nur drei Autos auf dem Parkplatz. Netto ist brechend voll. Hier gleich ist die Klimaanlage an. Es ist kalt. Also wir haben die eine Brotabteilung. Etwas kleiner ist bei uns, genauso wie bei selbstgefrorenes Samstag. Ich weiß nicht, ob das nach den Tagen geht. Vielleicht auch schon vieles ausverkauft. Was haben die hier noch? Nutella haben die. Erdbeer-Rhabarber, guck mal. So eine Marmelade haben wir bei uns nicht. Eine andere. Sogar in so einer Flasche, Plastikflasche. Und hier, guck mal, wir haben die Backpulver. Das ist cool. Was ist das? Honig. Auch Honig. Ja gut, die haben natürlich ein paar andere Sachen als wir, ne? Mehl haben sie auch größere Packungen. Guck mal, 2 Kilo kosten. Ja. Sehe ich hier gerade nicht. Zucker. 13 Kronen wahrscheinlich, ne? Genau.
Nur mehr Zucker. Nüsse, Mandeln. Ich bin gespannt hier auf diese Tische, auf die Aktionstische. Die haben hier manchmal andere Sachen als wir. Oh, guck mal, die haben neue Fußmatten. Aber ich glaube, die passen nicht in jedes Auto rein wahrscheinlich, oder? Ich habe ein bisschen Weihnachtsdeko wieder. Ich verstehe gar nicht, warum die das immer noch haben. Schon. Ach schon, ja. Weihnachtsstern, Ostersachen, Osterhäschen. Aber runtergesetzt, ne? Das Ganze. Hier ist ein Bambus-Solo. Ein Tisch. Ich glaub, solche, glaube ich, haben wir auch bei uns. Meine ich. Die Uhren hatten wir auch, aber schon ein bisschen her. Ha, die ganzen Kuchen hier schon wieder, ne? Seht ihr? Die hatten wir doch vorhin auch schon gesehen heute Morgen. Kekse. Einmal so ein Badezimmerregal für 299 Kronen. Und irgendwie ganz viele Klamotten hier auf diesem Tisch jetzt hier. Krass. Oh, die haben noch Tannenbäume hier. 300 Kronen. Wundert mich, dass die Weihnachtsdeko noch gar nicht raus haben. Chipsabteilung. Das ist ja auch mega, ne? So eine große Tüte. Für 14 Kronen. 2 Euro. Hier sehe ich was Neues, kenne ich gar nicht. Solche Kartoffel, Sticks, Sour Cream und Onion, nämlich 2 Tüten mit für die Kinder. 3. Weil die lieben das ja. Aber ich glaube, die kennen die noch nicht. Wunderschöne Kerzen haben die. Und noch das Badezimmer hier, ein Eimer. Mein Schnucki hat auch irgendwas gefunden. Hast du was gefunden? Ich habe hier auch was gefunden. Was ist das? Hey, ich finde das ein Aldi für mich alleine hier. Ja, ne? Das ist gar nichts. Das ist so Cream and Onion Mix. Krass. Roasted Nuts. Mandeln, Cashew, Erdnüsse. Ich glaube, bei uns gibt's die nicht. Nee. Guck mal, ich habe für die Kinder die hier mitgenommen. Bäh. Solche. Ja, das ist gut. Bestimmt auch lecker. So, eigentlich können wir auch gleich Richtung Kasse. Also hier ist halt ganz, ganz viel. Guck mal, Besteck. Die ganzen Backformen. Das hatten die auch in den Sonderposten da vorne liegen, ne? Ach so, ja, okay, dann haben die das, ja, okay, dann haben die das nicht immer. Ganz cool hier für 299 Kronen. So ähnlich, den es auch bei Ikea gibt, ne? So ein Wagen. Mal ganz kurz sind wir bei Netto und wollten einfach mal gucken, was die so Nettes haben. Der Netto, ob er was Nettes hat. Hier ist schon mal die Gemüseabteilung. Ich hatte überlegt, Kräuter mitzunehmen, aber ich habe das egal. Und meist verkaufen die hier so, lose. 0 Kronen. Und Erbsen. Eingepackt. Kein Preis. Doch, 15 Kronen. Gurken, auch eingepackt alle. Alles in Plastik eingepackt. Das ist krass. Ich hoffe, dass wir zu Hause nichts brauchen. Hoffe ich mal. Weil ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas brauchen, weil morgen ist Sonntag. Und wir fahren bestimmt nicht mal einkaufen. Die Teilung gefällt mir ganz gut. Die haben so recht natürliche Sachen hier, ne? Also so ein bisschen auf Natur. Auch Abwaschbürsten. Hier sehe ich solche Schuhe. Die habe ich ab und zu mal bei Insta als Werbung. Ich weiß nicht, ob das aber die Originalschuhe sind. Das kann ich gar nicht sagen. Die sind auf jeden Fall nicht so weich. Wahrscheinlich nachgemacht, ne? Für 40 Kronen ungefähr, oder? 30, 40. Und als Flipflops. Diese Eisförmchen finde ich auch ganz cool. Guck mal, aus Silikon kannst du so ein Eis einfach machen am Stiel. Oder solche Förmchen. Als Ananas. Sehen auch ganz cool aus. Oder solche. Gut, solche haben wir aber. Die Farben sind ganz schön. So Cream and Onion. Ah, siehst du, hat man Schnucki auch hier gefunden. Die letzten drei mitgenommen. Also entweder haben die das alle nicht oder die kaufen das alle. Wir ich würde sagen, die kaufen das alle. Ich hole nur den Rest. Ja, so. Hier sind noch mehr Chips. Ja, na gut, jetzt geht's einmal zur Kasse und dann nach Hause, oder? Ab dem nächsten Mal. Ja. Auch so eine Art Dönertasche, die nehme ich mal mit zum Probieren. Sehen ganz cool aus, kann man toasten. Und was habe ich noch gesehen? Also solche Törtchen. Man auch noch was befüllen.
So, wir haben da schon mal Federtaschen mitgenommen, die sind ein bisschen anders. Die Frutilla Mini und für meine Schnitte Gemüse. Zu Hause und wir werden hier empfangen. Leo hat die ganze Zeit gerade. Er hat uns so begrüßt, dass Max und Christi nach Hause kommen, ne? Ja. Ja. Sollen schön gefälligst alle immer zu Hause bleiben. Ja, ne? Hier. Dürft ihr auspacken, ist für euch. Für euch drei. Ich Süße. Ja, die Nüsse sind vielleicht für Papa. Ich habe da ganz coole Sachen gefunden. Chrissy! So, Leo ist schon wieder. Ja, denn. Lauf, lass. Ja, die Tüte, sagen wir mal, die Tüte. Was sagt ihr? Leo, alles gut? Er freut sich. Ja, ich weiß. Aber ich muss sagen, es ist schön, wieder zu Hause zu sein, ne? Nach einem Tag, nach zwei Tagen hier. Ja. Hat es schon die ganze Zeit so geregnet, oder? Ja, die ganze Zeit seit heute. Ja, aber da auch. Also gestern ging es noch? Ja. Mäusi. Ich komm mal kurz. Was? Was macht er? Zockt bestimmt, ne? Er zockt. Ja, ja. Also, Ash ist gerade schwer beschäftigt. Mama sagt gerade, Nüsse sind vermutlich eher für Papa. Habe ich kein Problem mit. Ja, also wenn den Nüsse. Was ist das jetzt hier? Kennt ihr das? Das habe ich bei Aldi da gefunden. So was haben wir gar nicht. Sour Cream. Hört sich sehr lecker an. Die gibt es uns normalerweise nur mit Paprika gefüllt, ne? Ja, was? Genau. Ja, genau. Die heißen nicht bei uns denn. Aber da waren nur salzige. Ja, das sind so solche Sticks. Ja. Aber die sind geil, glaube ich. Ja, genau. Mit, ich habe gleich drei Tüten hier. Kerne, ganz viele Kerne. Nüsse. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben ein bisschen was mit Paprika rausbekommen. Hallo? Mini-Tortillas? Ja, genau. Die fand ich auch ganz gut. Achso, so wie Pita-Taschen. Pita-Taschen. Dünne Taschen. Ja, aber die sind anders dicker. Cooles T-Shirt. Uns, ne? Ja, sehen anders aus. Ah, das sind T-Shirt? T-Shirt? Ja. Ah. Ah, das sind quasi Dinger. Wie bei uns. Ja, genau. In der roten Verpackung. Brownies. Nur nicht. Das ist auch die gleiche Firma. Ja, genau. Die sehen anders aus. Was ist das alles? Krass, das erinnert mich an den Kehr. Mhm. Alter, Alter. Oh, jo. Ah, okay. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, genau. Alter, ich schleppe uns. Das ist alles für uns? Ja, ich werde alles aufheilen. Ja, ja. Oh, die sehen geil aus. Ja, genau, könnt ihr haben. Dann solche Blümchen. Das sind neue irgendwie Dinger, steht das sogar. Ich kenne ich auch nicht. Nee, gar nicht. Aber geil, dass wir Sour Cream Sachen geholt haben. Ja, genau. Weißt du, wir waren schon einkaufen und so, ne? Ja. Haben extra nichts Ungesundes geholt. Kommen wir zu Hause an. Oh nein. Nein, warte. Wir kamen uns zu Hause an und dachten uns so. Eigentlich hätten wir uns doch Chips mitnehmen können, so. Ah, siehst du. Zum Glück haben wir es doch nicht gemacht. Ja, siehst du. So. Wir wussten das. Geht alles, oder? So, alles gut, sieht doch noch. Ja, hast du sehr gut gemacht. Alleine, gut. Ich hatte das Haus nicht abgefackelt, aber das ist echt fett. Dankeschön. Ja, bitteschön. Könnt ihr alles essen. Mein Schnucki bringt uns die Sachen rein, Leute. Ich glaube gar nicht, wie das hier aussieht. Guck mal. Er stellt alles hier hin und legt alles hin. Er räumt das Auto leer. Und im Flur stehen noch die ganzen anderen Sachen. Also, ich würde sagen, ich fange jetzt mal alles aufzuräumen hier. Alles, zu verteilen. Ja, ansonsten würde ich sagen, beende ich mal dieses Video jetzt hier. Hoffe natürlich, dass es euch alles gefallen hat. Hier übrigens regnet es auch die ganze Zeit, schon den ganzen Tag heute hier, haben die Kinder gesagt. Und aber die Natur, was? Die Natur freut sich riesig drüber, ne? Deswegen finde ich es auch schon mal ganz gut. Na gut, ihr Hübschen. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.